der ultimative Herbst für die Gladbacher Defensive. Die Abwehr stellt das Gladbacher Prunkstück dar. Mit dabei in dieser Hintermannschaft sind auch drei Schweizer. Gladbach verblüfft. Jedes Heimspiel dieser Vorrunde wurde gewonnen, was Clubrekord bedeutet. Nach 16 Spieltagen steht das Team von Dieter Hecking auf dem zweiten Rang. Wie kam es zu dieser starken Entwicklung der Borussia? Neue Grundordnung. Trainer Hecking stellte in der Sommerpause um. Vom 4-4-2 wechselte er auf eine offensivere Variante des 4-3-3, gab so beispielsweise Thorgan Hazard mehr Freiheiten. Der Belgier blühte auf, war im Schnitt an einem Tor pro Spiel beteiligt. Auch Neuzugang Alassane Pli fühlt sich in der vordersten Angriffsreihe pudelwohl. Offensive Stabilität. Erstaunlich ist, dass Gladbach trotz der offensiveren Ausrichtung deutlich weniger Tore kassiert. Der Gegentor pro Spielschnitt konnte von 1,53 auf 1,00 gesenkt werden. Die Veränderungen: Nico Alvedi wurde permanent vom Außen- zum Innenverteidiger umdisponiert, während Michael Lang die offene Außenposition einnahm. Spitzenspiel der beiden Borussias. Ein weiterer Beleg für die starke Defensivarbeit ist die Einstellung eines weiteren Clubrekords. Nach 16 Spieltagen haben die Fohlen bereits 7-mal kein Gegentor erhalten. Für die Defensive und ganz speziell den Torhüter ist es ein wunderbares Gefühl, wenn man sich kein Ding fängt, freute sich Jan Sommer im Kicker. Mit dem Dortmund-Angriff wartet nun ein wahrer Prüfstein auf die Gladbach-Hintermannschaft. Der BVB stellt vor Borussia Mönchengladbach den besten Angriff. Auch in der Tabelle nehmen die beiden Borussias die vordersten Ränge ein.